Die Gold Bond Conveyor, ein Schüttgutfrachter von der Größe eines Kreuzfahrtschiffes. Mit Gips beladen ist sie auf dem Weg von Kanada nach Florida, als ein Flugzeug der Küstenwache mitten in der Nacht per Infrarotkamera diese Aufnahmen des Schiffes macht. Aus der Luft ist deutlich zu erkennen, dass der Frachter Schlagseite hat. Doch die Besatzung sendet kein Notrufsignal. Offenbar wähnt sie sich in Sicherheit. Noch während die beunruhigten Leute der Küstenwache eine weitere Runde über dem Schiff drehen, schlägt eine etwa 30 Meter hohe Welle über dem Frachter zusammen, der sofort sinkt. ...33 Mann Besatzung verschwinden mit der Gold Bond Conveyor im Wasser des Atlantiks. Unzählige Male haben Unfallermittler diesen Film studiert. Eine Erklärung für die Tragödie fanden sie darin jedoch nicht. In jener Nacht herrschte starker Sturm, doch andere Schiffe in der Umgebung hatten ihn problemlos überstanden. Was also hatte zum Untergang dieses gut ausgerüsteten Schiffes führen können? In der kanadischen Behörde für Transportsicherheit beschäftigte sich Ermittler John Garstang mit dem geheimnisvollen Fall. Er stellte fest, dass die 17.000 Tonnen große Gold Bond Conveyor einige besondere Konstruktionsmerkmale aufwies. Bei diesem Schiff wurde die Fracht, meist Getreide oder Mineralien, über eine Rampe am Heck geladen und per Förderband in die Laderäume transportiert. Die Ermittler nutzten modernste Computertechnik, um Details auf den Nachtaufnahmen des Schiffes sichtbar zu machen. Am Computer haben wir verschiedene Möglichkeiten, das Bild zu bearbeiten und zum Beispiel Einzelheiten besonders hervorzuheben, etwa durch eine Veränderung des Kontrastes oder der Helligkeit. Einige Programme können ein verschwommenes Bild klarer machen. Nach der technischen Bearbeitung des Infrarotfilms glaubten die Ermittler zu erkennen, dass der Umriss des Hecks seltsam aussah. Genaueres konnte man auf diesen Bildern jedoch nicht erkennen. Erst ein glücklicher Zufall half den Experten. Die Besatzung des Flugzeugs hatte nicht nur mit der Kamera gefilmt, sondern auch Fotos geschossen, die Garstang vergrößerte und in den Computer einspeiste. Die vorderen Luken schienen fest verschlossen zu sein. Doch dann machten die Ermittler eine entscheidende Entdeckung. Wir konnten zeigen, dass die Heckklappe, die sich für das Förderband öffnet, offen stand und das Förderband so ins Wasser hing, dass es Wellen erzeugte. Angesichts der Größe der Heckklappe und vor allem der Schwelle war bald klar, dass das Förderband nur dann in die See hängen konnte, wenn das Wasser schon über die Schwelle getreten war. Die Fluten konnten also bereits seit längerem ungehindert ins Innere des Schiffes dringen. Im Bauch des Schiffes wurde das Wasser, das schon seit einiger Zeit durch die offenstehende Heckklappe eingedrungen war, durch keinerlei Querschotten aufgehalten. Das Förderband durchlief die Gesamtheit aller Laderäume und sie alle konnten deshalb überflutet werden. Schon seit Stunden musste sich Wasser im Inneren des Schiffes befunden haben. Doch weshalb ahnte die Besatzung nichts davon? Wir analysierten die Perspektiven an Bord und fragten uns, ob man von der Brücke aus erkennen konnte, dass die Heckklappe offen stand. Ausgehend von den Bildern, die wir hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass man nichts sehen konnte. Da zuerst der Bug im Wasser versank, könnte die Crew sogar geglaubt haben, dass das Problem am Bug und nicht am Heck des Schiffes lag. Das Rätsel war gelöst. Der Grund für den Untergang der Gold Bond Conveyor ermittelt. Nicht immer haben die Fachleute allerdings solchen Erfolg mit ihren Methoden.